Beim letzten Mal hat das ja gar nicht geklappt mit meinen Streichen. Da waren die ja gar nicht da, aber ich glaube, heute müssten sie kommen. Und Hannah hat mir wieder geholfen, was vorzubereiten. Und heute, da kommen die Schwangeren, die dicken Frauen, die kommen heute nicht rein. Also mit diesem Schild, da kommen sie auf gar keinen Fall rein. Oh, das wird ein super Streich. Ich werde sie am besten an die Tür anhängen und dann werden die das sehen und keiner kommt mehr rein. Und dann ist die ganze Kita vor uns wieder. Okay, perfekt. Also Hanna meinte, da steht kein Zutritt und zwar heute. Ich weiß zwar nicht, ob das da steht, aber müsste sein. Ja, passt, alles klar. Und jetzt rein in die Kita. Ha, die kommen bestimmt nicht rein. Die werden bestimmt drauf reinfallen und heute nicht die Turnhalle blockieren. Heute ist die Turnhalle nur für mich, für Julian Vogel. Ja. Und dann kann ich mit Sarah und Mia endlich alleine in der Turnhalle spielen, ohne diese schwangeren Frauen. Ja, so macht das viel mehr Spaß. Oh Mann, es ist schon wieder niemand da. Das ist ja richtig cool. Ich kann mich glatt daran gewöhnen, hier ins Bällebad zu gehen, ohne Julian natürlich. Guten Morgen, Hey, guten Morgen, Julian. Brigitte. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, natürlich, an so einem wunderschönen Tag wie heute. Super. Ich gehe dann kurz nach oben, bring meinen Rucksack weg, okay? Und vielleicht sind Ja. dann Sarah und Mia auch schon da. Bis Ach, gleich. bestimmt. Ach, ist das schön. Alleine hier im Bällebad. So lässt es sich leben, ohne den Julian. Hey, Andreas, Platz da, Platz da! Ich komme jetzt auch ins Bällebad, weg da! Hey, Andreas, vorsichtig! Ich mache jetzt so ein Salto ins Bällebad rein, weg da! Oh Mann, Julian, du passt doch ein bisschen auf. Wieso soll ich aufpassen? Pass du doch auf! Ich zeig dir einen coolen Trick. Ha! Hast du das gesehen, Andreas? Hast du das gesehen? Also ich finde es wirklich ein bisschen seltsam, dass so wenige Kinder heute da sind. Nur die beiden Jungs, wo sind denn die anderen? Es ist doch schon Viertel nach 9. Normalerweise kommen die doch immer schon um 10 vor. Oh Sarah, wir sind heute wirklich spät dran. Komm schon. Wir wollten eigentlich schon 10 vor da sein. Jetzt ist es schon Viertel nach. Oh nein, was steht denn hier? Heute kein Zutritt. Das wusste ich gar nicht. Das hat uns gar keiner gesagt, Mama. Oh Sarah, was machen wir denn jetzt? Ich muss jetzt auch zur Arbeit. Ach, dann kommst du heute einfach mit bei mir ins Büro. Das ist ja ärgerlich. Warum hat uns denn keiner Bescheid gesagt? Also, das werde ich auch auf jeden Fall Brigitte mal sagen. Da kann man ja wohl ruhig die Eltern mal informieren. Oh, jetzt habe ich das Bällebad wieder für mich allein. Und ich sehe auch noch nicht diese schwangeren Frauen. Oh Mann, das wird so ein cooler Tag in der Kita hier. Aber wo sind eigentlich Mia und Sarah? Oh Mann, war ja klar, dass ich mich wieder hier verstecken muss vor Julian. Der hat wieder das Bällebad für sich eingenommen. Aber gut, ich warte einfach ein bisschen. Vielleicht muss er ja auf Klo irgendwann. Also so wie es aussieht, seid ihr heute meine einzigen Kinder hier in der Kita. Wirklich komisch. Es sind doch normalerweise viel mehr. Julian, haben sich vielleicht irgendwie Sarah und Mia bei dir gemeldet vorher? Also habt ihr gestern irgendwas abgesprochen? Ich habe auch keine Krankmeldungen bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist und wo die Kinder alle stecken. Nö, keine Ahnung, Brigitte. Also, waren wir auf dem Spielplatz und die haben gesagt, wir sehen uns morgen in der Kita. Also, keine Ahnung. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber naja, was soll's. Dann machen wir uns ja zu dritt einen schönen Tag hier in der Kita. Was meint ihr, Ja, dann sind wir halt heute nur zu dritt. Also, du, Andreas und ich und sonst niemand. Gar keiner, gar keiner. Niemand. Nee, so stimmt das nicht ganz. Also, Wieso denn ihr nicht? beiden Kinder und ich. Und dann Ja? kommen ja auch noch die Leute von der Geburtsvorbereitung, die Oh, schwangeren Frauen. nein, nicht Ja. die schon wieder. Ach, hallo, ihr beiden. Hallo. Was ist denn da für ein Schild an der Tür? Das war hier aber Ach, das vorher habe ich noch auch gerade nicht, erst oder? gesehen. Kein Zutritt heute. Wieso das denn? Vielleicht haben die heute irgendwie Bauarbeiten oder so in der Kita. Also anscheinend können wir da heute nicht rein. Ach, schade. Also das hatte Iris uns auch gar nicht gesagt. Also das finde ich jetzt schon ziemlich merkwürdig. Hallo? Hola? Hi. Habt ihr schon gesehen, das Schild da? Der Kurs fällt heute, glaube ich, aus. Wir können nicht in die Kita rein. Heute kein Zutritt steht da. Oh, kein Zutritt heute? Das ist aber schade. Finde ich auch total schade. Du bist doch heute das erste Mal hier. Und dann fällt's aus. Och, wie blöd. Aber du, Romy, irgendwie sind die ganzen anderen Männer nicht mit dabei. Das Nur ist mir ich. auch schon aufgefallen. Ach Mensch, das ist wirklich schade. Also Brigitte hat mir da nicht Bescheid gesagt. Dann kann ich euch jetzt nur anbieten, dass wir vielleicht in ein Café oder so gehen. Also vielleicht einfach einen Tee trinken und ein bisschen quatschen. Schade, das mit der Turnhalle. Also hinlegen auf die Matten können wir uns dann heute nicht. Ach, kein Problem. Ich trinke gerne einen Kakao oder einen Tee oder vielleicht auch einen Kaffee. Ja, dann kommt doch mal mit. Das Café ist direkt hier drüben gegenüber. Romy, also Ja? ich werde mich dann verabschieden. Warum? Du kannst doch auch gerne mitkommen, Raoul. Die Frauen sind hier wirklich total nett. Die wirst du mögen.
Romy, so viele schwangere Frauen. Das ist mir ein bisschen zu aufregend als einziger Mann. Also, du kannst gerne mit den Frauen hierbleiben. Ich bin dann zu Hause. Okay. Dann bis später, Raoul. Wir sehen uns nachher. Ciao. Die kommen nicht rein. Heute nur für Kita-Kinder. Die Turnhalle ganz für mich alleine heute. Tschüss. Oh Mann, die besten Streiche kann ich immer noch spielen. Und die schwangeren Frauen, die kommen heute nicht. Tut mir leid, Brigitte. Ach Julian, du Armer. Stehst du da an der Tür und wartest auf deine Freunde? Was? Ich glaube, die werden heute nicht kommen. Ach so. Ja, stimmt, da hast du wohl recht. Ist ja nicht so schlimm, aber sag mal, wo sind denn eigentlich die schwangeren Frauen geblieben? Also ich glaube, die kommen heute auch nicht. Gute Frage. Oh Mann, dabei fällt mir ein, wenn sie jetzt an der Tür guckt und das Schild, das muss ich schnell abmachen, ohne dass sie es merkt. Du, du, du. So, den Zettel hier einfach wegwerfen, da sind die Beweise auch weg und das ist nie geschehen. Du, du, du. So, am besten hier irgendwo unter die Kita, du, du, damit das keiner sieht. Und wo ist denn Brigitte? Ja, schnell weg damit. Julian, draußen musst du auch nicht warten. Die werden nicht mehr kommen, es ist schon viel zu spät. Komm wieder rein. Ach so, ja, okay.